In der Science-Fiction-Literatur und in vielen Hollywood-Blockbustern sind sie fixer Bestandteil der Welt von morgen. Roboter. Mal retten sie die Welt und sind die besten Freunde des Menschen, oder sie sind eine Bedrohung und versuchen, die Herrschaft über die Erde zu übernehmen. Geht es nach den Autoren, sind sie intelligente Maschinen, den Menschen fast ebenbürtig. In der Industrie werden stationäre Roboter schon seit Jahrzehnten in der Produktion verwendet und es gibt die mobilen Roboter in verschiedensten Einsatzbereichen. Bei den mobilen Robotern kann man nach vielen Arten unterscheiden. Eine Unterscheidung wäre zum Beispiel nach, wie sich der Roboter fortbewegen kann. Also da gibt es jetzt welche auf Rädern, die Autos oder kleinere Autos, Modellautos sind. Dann gibt es gehende Roboter, die den Menschen nachempfunden sind, welche den Tieren nachempfunden sind, also mit vier Beinen oder mit noch mehr Beinen. Dann gibt es fliegende Roboter, Hubschrauber oder Flugzeuge. Und es gibt auch Schiffe, die autonom fahren können. Die allermeisten Roboter haben, glaube ich, keine Eigenintelligenz. Das sind Maschinen, die man entweder fernsteuern kann oder denen man vorgibt, was sie tun soll, und die führen das dann aus. Sind auf jeden Fall auch Roboter, aber halt nicht wirklich intelligente. Und in die Richtung, in die wir gehen oder in die viele in der Forschung gehen, sind halt da immer mehr Intelligenz hineinzupacken, damit die auch selbstständige Entscheidungen treffen können. Auf das Projekt des Happy Labs aus Wien-Leopoldstadt ist mittlerweile die gesamte Roboterfachwelt aufmerksam geworden. Also wir haben ein Schiff automatisiert, das heißt, wir haben ein Segelboot, was autonom segeln kann. Das heißt, am Boot ist keine Person und alles, was sonst der Skipper macht, macht bei uns das Boot selbstständig. Und dadurch, dass man da am Meer ein sehr dynamisches Umfeld hat, Wellen, Winde, ist das ein recht komplexes System, was man da irgendwie steuern muss. Und das Ganze wird jetzt als Forschungsplattform verwendet, um ozeanografische Messungen zu machen. Wir haben momentan ein Projekt, wo wir mit Walforschern, mit Meeresbiologen zusammenarbeiten, die Walpopulationen erkennen und suchen und aufzeichnen, wo sind die Paarungsplätze, wie gehen diese Wale, welche Routen schwimmen die. Und dafür soll eben jetzt so ein Robotersegelboot eingesetzt werden. Dass gerade eine Forschungsvereinigung aus einem Binnenland eine richtungsweisende Roboterkonstruktion für maritime Zwecke entwickelt hat, ist aber eher Zufall. Ja, wir sind da eigentlich dazugekommen, wie wir angefangen haben, war das einfach das Interesse an der Sache. Also wir haben da gar nicht an irgendwelche Anwendungen gedacht. Wir wollten ein Boot automatisieren, Segler waren wir vielleicht ein bisschen schon, aber es war einfach interessant, diese Problemstellung zu lösen. Und dann erst nach und nach sind die Anwender gekommen mit, na, wollt ihr nicht das machen, sollte man nicht in die Richtung weiterarbeiten? Und so ist das dann alles eins ins andere gegangen. Dabei ist das Bauen von Robotern nach wie vor eher Experimentierfeld und Spielwiese für Technikfreaks. Robotik, das ist so keine richtige Disziplin, sondern es ist so eine Mischung aus Informatik, Elektronik, Mechatronik, dann künstliche Intelligenz. Sehr viel fließt da mit hinein. Und deshalb eignet sich es in der Ausbildung auch recht gut, um was zu demonstrieren, um was herzuzeigen, wie kann man in einem multidisziplinären Umfeld arbeiten. Es gibt ja schon sehr viele so Roboter, die man hat, zum Beispiel zu Hause einen Staubsaugerroboter oder einen Rasenmäherroboter. In Museen gibt es so Roboter, die Exponate herzeigen. Und ich glaube, das wird halt immer mehr kommen, aber ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man dann irgendwann einmal zu Hause so ein menschenähnliches Gerät hat, was einem Wäsche wascht und Wäsche aufhängt und Kaffee kocht, sondern eher, dass die einzelnen Geräte, die man schon hat, intelligenter werden. Also zum Beispiel das Auto, was selbst einparkt, ist natürlich auch ein Roboter, oder was Abstand hält zum Vordermann und Notbremsung einleiten kann. Was für die jungen Robotikforscher aus dem zweiten Bezirk keinesfalls in Frage kommt, ist das Konstruieren von Robotern für militärische Zwecke. Roboter made in Vienna sollen ausschließlich im zivilen Bereich zum Einsatz kommen.